So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar geht es diesmal um diese Tüte Samyang Nudeln. Jetzt sagt ihr, das kenne ich doch. Rosa, ne? Das sind doch bestimmt die Carbonara, die es schon seit Ewigkeiten gibt, die der Boso feiert. Ich muss euch sagen, das sind keine Carbonara, zumindest keine gewöhnlichen Carbonara. Das ist was ganz anderes. Es ist auch nicht die neue Sorte Samyang Rosé. Die sind nämlich auch rosa. Und steht Rosé drauf und irgendwie haben die so einen Bacon-Schinken-Geschmack. Die kennen aber wahrscheinlich auch so gut wie keiner. Hier oben sieht man ja noch so Schinkenstückchen Rosé, auch in einer rosanen Packung. Nein, das sind Samyang Carbonara, aber Cream. Samyang Cream Carbonara. Die normalen Carbonara kommen im 5er-Pack. Das hier ist ein 4er-Pack. Da ist auch wieder alles auf Japanisch drauf, dass man das gar nicht richtig erkennen kann, was das nun ist und wie es heißen soll. Der Bulldog-Level ist auf 2 gesetzt. Das ist nicht viel, deswegen sollten die sehr mild sein. Pupsi sucht die ganze Zeit schon nach milden Samyang-Nudeln. Wir haben letztens die die Lovely Hot, wie heißen die? Half Spicy könnte man die nennen, also 1 von 2. Stufe 1 ist das nur, Half Spicy, Lovely Hot getestet. Und die ganzen gibt es auch im Cup. Ein Cup habe ich schon mal getestet, den habe ich falsch gemacht, da ist oben die ganze Brühe rausgekommen. Deswegen habe ich mich weiter umgeschaut, dass ich die auch jetzt hier in dieser Packung bekomme. Denn das ist für mich original. So muss Samyang aussehen, dass du es in einem Tütchen bekommst, richtig fett und dann immer so ein einzelnes Teil hast. Ich merke jetzt schon, das ist wieder kein rechteckiges Netz, das ist schon wieder so eine runde Scheibe, was sicherlich dann wieder mit viel Wasser gemacht wird, wie halb eine Suppe. Ich werde die aber so machen, wie ich das immer mache. Nämlich Nudeln abgießen und dann das ganze Pulver und das Zeug so drauf knallen. Guckt es euch nochmal an. Das Hühnchen kommt hier in einem Ballon angefahren und hat hier oben auch so eine richtige Campino-Creme-Note oben drauf. Das sieht gut aus, da gehen wir jetzt rein, machen schnell mal die Nudeln zurecht. So, ihr seht schon, wo Samyang-Nudeln sind, ist auch der Adi nicht weit. Der kam nämlich auch direkt hier hochgehüpft. Ich habe es jetzt mal aufgemacht. Ich werde das jetzt hier reinfeuern. Normal mache ich mir mal gleich 2 Tüten mit einmal. Für euren Test mache ich aber nur 1. Das ist kein Rechteck, das ist wieder so ein Kreis, so ein Häuflein an sich. Adi, ich weiß, du isst gern Samyang, dann hier probier halt mal ein Stück, nehm das mit. Wir haben auch wieder ein Tütchen Pulver und ein Tütchen mit Soße. Jetzt gleich Wasser drauf kippen, abkippen, Nudeln auf den Teller und dann wieder mit rausnehmen. So, Wasser ist fertig, Wasser kocht. Ich habe jetzt hier, glaube ich, 600 Milliliter gemacht. Kippen wir mal drüber. Hauptsache, das Netz schwimmt da drin. Nicht zu lang, das muss noch richtig bissfest sein, denn so mag ich das am liebsten. So, jetzt gießen wir den ganzen Bottich noch ab. Einmal hier reingehen, das Auffangbecken einmal zurück. Normal würde ich die Nudeln jetzt wieder hier reintun, wenn ich 2 habe. Die Soßen drüber, aus dem Topf essen. Für euch, wie gesagt, machen wir das Ganze heute auf dem Teller. Lassen hier das ein bisschen abtropfen. Obwohl, wenn da so viel Pulver drin ist, wollen wir es ja noch ein bisschen feucht auf dem Teller haben, dass das Pulver sich damit vermischt und irgendwas Cremiges bildet. Das nehmen wir jetzt wieder mit. Ich weiß nicht warum, aber der Adi kratzt die ganze Zeit an der Tür. Vielleicht hat er Hunger, vielleicht will er auch mit raus essen, aber das ist mir viel zu gefährlich, denn wir sitzen auf dem Balkon. Da sind jetzt die fertigen Nudeln. Jetzt möchte ich mal die Soße drüber machen. Wieder hier aufschneiden, Soßentütchen drüber. Gucken, wie dunkel das ist, wenn wir das drauf machen. Normal wissen wir ja, ist es ja immer richtig brutal, richtig fast schon schwarz und ein bisschen flaumig, also flaummusartig. Das hier sieht alles anders aus. Das ist recht flüssig jetzt draufgelaufen und hat eine sehr hell rötliche Farbe. Also wo ist der schwarze Flaummus hin? Ist nicht da. Das ist auf jeden Fall eine andere Soße, dadurch die wahrscheinlich auch milder. Jetzt suche ich gerade eine Gabel und finde keine, weil ich die nämlich vergessen habe. Da muss ich nochmal die Gabel holen.
So, Gabel ist am Start. Ich mache das auch jetzt erst ein bisschen rum, bevor das Pulver draufkommt, dass die Nudeln überhaupt die Chance haben, mal in der Soße richtig eingetunkt zu sein, sich zu verteilen. Und gleich das Pulver drauf machst und alles trocken wird, ist das vielleicht nichts. Ihr seht jetzt ja hier schon einen riesen Unterschied. Das wären die Nudeln. Aber die sind so hell, so sehen keine Samyang-Nudeln aus, ist halt Spezialsorte. Pulvertütchen, sieht richtig fein aus, schön rosa, schön zart. Mach mal auch mal auf. Oh mein Gott, da fliegt alles raus. Das muss ich mal den zweiten Rest versuchen, hier oben nochmal gucken, wie das Pulver rauskommt. Das muss wohl eine Suppe sein oder halt wenigstens noch ein bisschen mehr dran, aber mir egal. Ich mache das jetzt hier einfach rum, hier schön über die Nudel verteilen. Ich bin kein Einlauf-Fan. Schon wieder Einlauf. Ich bin kein Auflauf-Fan. Auflauf, Eintopf, das ist das Wort, was ich eigentlich suche. Ich bin kein Eintopf-Fan. Eintöpfe, da könnt ihr mich mit jagen. Dann lieber ein Einlauf als ein Eintopf, ne? Das ist die Devise. So, wenn man das jetzt sogar hier in dem Pulver verteilt, die Nudeln, die unten auch noch ein bisschen wässrig und schlapprig sind, dann haftet das Pulver, wandelt sich um und vom Pulverförmigen ist einfach nur noch was Schmieriges übrig, was jetzt hoffentlich einen richtig fetten, leckeren Geschmack macht. Das sind die Nudeln. Jetzt muss ich euch aber das Tütchen noch mal reinhalten, dass ihr das seht. Fürs Thumbnail, das sind die Cream Carbonara, kein Carbonara normal, kein Rosé, Cream Carbonara, immerzu gibt es neue Samyang-Sorten. Wir probieren mal eine Gabel, was da auch immer eine Gabel ist. Oh mein Gott, was habe ich letztens die Lovely Hot probiert und gesagt, das ist bestimmt jetzt die Sorte, die Pupsi am besten schmeckt, die nicht so scharf ist und die trotzdem passt. Ich glaube, ich muss ihr einfach genau einmal so einen Teller zubereiten, genauso wie ich es jetzt gemacht habe. Die haben jetzt so einen lieblichen Geschmack, irgendwas Cremiges dabei, irgendwas Sahniges dabei, auch irgendwie eine Käsenote noch ganz leicht. Und die Schärfe ist wirklich auszuhalten. Mir, da könnte ich mir vorstellen, gleich 5 Packungen mit einmal zu essen als Challenge, aber ich habe ja nur noch 3 jetzt übrig. Also das wäre perfekt, auch für Samyang-Einsteiger, die sagen, wir wollen mal die Samyang-Nudeln generell von der Konsistenz her und diesen besonderen Soßen mal testen. Holt euch Cream Carbonara, holt euch Carbonara. Holt euch Lovely Hot, holt euch Cheese. Haut euch halt nicht gleich die Too Spicy rein und sagt, sowas kann kein Mensch essen. Probiert mal das. Die sind so lecker, so genial. Ich bin froh, dass ich noch 3 Päckchen übrig habe jetzt. Ich weiß schon jetzt gar nicht mehr, wie die normalen Carbonara schmecken. Die müsste ich jetzt eigentlich vergleichen dazu, aber habe ich alle mit dem roten Coleslaw verbraucht. Deswegen kann ich jetzt leider nicht sagen, wie die schmecken und was der Unterschied ist. Bin ich mal gespannt, wer die kennt. Habt ihr schon mal Cream Carbonara gegessen? Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten holt euch die, besorgt euch die, probiert die. Ihr werdet es nicht bereuen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.